Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich bin zurück. Wir werden einmal die Quest abgeben, die wir in der letzten Folge abgeschlossen haben. Idealerweise fahren wir nicht irgendwo rein, wo wir nicht reinfahren sollen. Und ja, werden jetzt noch die Quest abgeben. Hier ist unsere Hordenfalle. Sieht sie nicht wunderschön aus? Ich finde ja. Und ja, werden jetzt keine neue Quest annehmen. Wir haben 2049. Wir müssen uns so ein bisschen vorbereiten auf die Horde. Wir werden nach der Horde eigene Nachtquest diesmal dann spielen. Wir haben dann die Hordenfalle soweit fertig. Wir werden auch die Zeit, wie gesagt, setzen auf 60 Minuten. Da freue ich mich auch tatsächlich schon drauf, weil wir dann einfach schneller vorwärts kommen. Wir werden jetzt hier erstmal massiv viele Dinge gleich verticken, die wir doppelt haben. Wir haben ja das Cracker Book in der letzten Folge noch mitgenommen. Zumindest zu 90%. Sollte aber auch reichen. So, Fertigungszeitschriften. Die Belohnung ist immer wieder mehr als dürftig, aber wir kriegen immer 2000 Chetons oder Tukes. Dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. Oh, Stufe 4 abgeschlossen. Danke übrigens, dass du einige dieser Aufgaben für mich erledigt hast. Hier ist eine Belohnung für deine harte Arbeit. Komme morgen wieder und ich gebe dir ein paar schwierige Aufgaben, die sich mehr lohnen werden. Stufe 5 Quest. Herzlichen Glückwunsch. 10.000 Dukes, eine Chemiestation, Stahlvorschlaghammerfertigung, Nahkampf-Modpack oder Schrotflinten-Fertigungspaket. Oh, ich würde aber die 10.000 Dukes nehmen. Ganz ehrlich, die Chemiestation bauen wir uns selber zusammen. Uns fehlt zwar noch die Säure, aber die kriegen wir schon irgendwie hin. Wir nehmen die 10.000. Damit können wir am meisten anfangen. Ich meine, wir haben Tag 22, gibt es da neuen Loot. Wir haben momentan das Problem, dass es keine Säure gibt, die wir kaufen könnten. Aber wir können noch bei anderen Händlern vorbeischauen, notfalls. Das sollte klappen. Wir haben hier noch zwei Bücher. Habe ich die Bogenbücher nicht gelernt? Anscheinend nicht. Die doppelten Bücher können wir direkt... Das haben wir zweimal. Können wir direkt verticken. Für die kriegen wir nur 20, da lohnt sich fast das Lesen mehr, wir verkaufen sie trotzdem. Wir haben 1900, das sind 2666 Tukes, die wir dafür kriegen. Geil. Eine doppelläufige, ein Motor. Die Pläne, den Plan hier. Die 30 Dinger da. Das sind mal 17.000. Okay. Das sind 17.000. Hast du irgendwelche Handelsroute öffnen? Stufe 5. Herzlichen Dank. Trader Joel im Westen. Letztes Biom. Wir kommen. Darf ich dein Inventar sehen? Darf ich deine Aufgaben sehen? Schon zuvor bei Nacht 700 Meter 600 Meter. Die wird sogar interessant. Aber wir müssen die Hordenfalle fertig bauen. Befallene beseitigen 600 Meter. Bei Mama Pizza. Akzeptiert. Aber wir haben festgestellt, die Stufe 4 befallene Quests sind easy. Die Stufe 2 sind die harten. So, vollständiges Biker-Set aktiv. So, wir haben jetzt 21.24 Uhr. Das heißt, gleich bricht die Nacht dementsprechend an. Wir müssen jetzt mal in die Basis gucken. Wir sind bei 92 live. Das ist jetzt nicht mega viel. Cool, der Pfosten war wieder da. Den wir bereits abgebaut hatten. Wir müssen das Bike auf jeden Fall jetzt erstmal noch ausräumen. Und so weiter und so fort. Zweimal Bogen können wir lernen. Da ist nichts drin. Hier ist noch Wasser für uns drin. Das geht nicht. Du hast Bögen, Holzbogen, Qualitätsstufe 5 freigeschaltet. Ah ja, das stimmt. Aber, obwohl, es ist unten. Es gab keinen kein Fix oder sowas. Also kein Hotfix. Wundert mich, dass das jetzt funktioniert hat. Aber okay. Mir soll es ja recht sein. Die Munitionskiste ist voll. Wir werden aber sowieso bald umlagern. Das machen wir vielleicht auch in der Nacht. Wir haben 22.000 Tukes. Okay. Das ist eine Menge. Aber jetzt heißt es dann erstmal alles fertigstellen, denn Tag 21 bricht an. Allerdings erst in der Nacht kommen die Zombies. Das Schöne ist, ich kann heute mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Das ist immer ganz geil für mich, weil ich dann gerade im Flow schön drin bin und euch das noch besser zeigen kann, das Ganze. So, das hier rein, das da rein. So, öffnen. Also, Schrotflinte mal 2, nichts dazu bekommen. Reparaturwerkzeuge, nichts dazu bekommen. Sammelwerkzeuge, nichts dazu bekommen. Schade. Wir haben nur 5 mal Öl. Nee, 50. Besser. 50 ist besser wie 5, vor allem, wie wir es sagen lassen. Was wir gleich mal in Auftrag geben, sind die Klingenfallen. Verfolgen. Wir brauchen elektrische 500. Okay, wir haben ordentlich Material. Wir haben ordentlich Material. 3. Woran mangelt's? Öl. Nach wie vor. Warum sollte es anders sein?
Metall können wir hier schon mal weiter einschmelzen. Wir werden gleich nochmal aussortieren, also massiv aussortieren. Holz ist hier. Schade ist, dass man diese Säure nicht herstellen kann. Das würde alles um einiges erleichtern tatsächlich. Stahl haben wir nicht mehr so viel, wobei geschmiedetes Eisen sind wir auch noch bei... Machen wir 50 geschmiedetes Eisen. Und machen wir mal den Rest Stahl. Stahl ist eh noch in der Produktion. Wir füllen ja eh gerade wieder auf das Ganze. Das hier kannst du zerlegen. Pack mal das hier oben drauf. So, 22 Uhr. Und jetzt geht's dann dementsprechend ans Eingemachte. So, einmal das hier. Die Samen kommen woanders hin. Wir haben nach wie vor das Problem, dass wir hier überrannt werden könnten. Von der Seite, wenn eine Horde beispielsweise kommt, sieht es für uns tatsächlich nicht mal so rosig aus. Die Munitionskiste ist halt rappelvoll. Hier ist mittlerweile auch sämtlicher Blödsinn drin. Wir müssen unbedingt mal anfangen, die Dinger einzuschmelzen. Für Messing. So, einschalten. Damit laufen wieder sämtliche Schmieden. 7 und 7, nett. Ist jetzt semi gut, aber was willst du machen? So, das hier ist noch Verkaufen-Stuff. So, dann gehen wir mal durch. Also, wir haben noch den Stuhl. 13, den können wir eigentlich verkaufen. Die Dinger hier können wir zum Verfeuern nehmen. Das heißt, die packen wir hier einfach mit dazu. Du bist Verkaufen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Du bist Verfeuern. Du kommst hier dementsprechend mit dazu. Bam. Stühle können wir da super reinschmeißen dafür. Und wir kriegen wieder ein bisschen mehr Platz dadurch. Wir haben hier nochmal 5 und nochmal 5 und nochmal 1000. Damit können wir dann jetzt schon mal anfangen, Patronenhülsen herzustellen. Jo. Mehr als genug erstmal. Dann packen wir die 5 hier rein und die 5 hier rein. Die hier müssen wir erstmal durchschmelzen. Hier sind wir am Eisen durchschmelzen. Wenn das durch ist, können wir direkt das nächste Produkt einschmelzen. Also das hier ist alles zum Schmelzen da. Wir sortieren mal ein bisschen. Das waren die Yukas Samen, glaube ich, oder? Das hier. Ja, Yukas Samen, die kommen hier rein. Okay, was haben wir als nächstes? Wir haben Beton und Sand. Uns fehlt Stein. Wir haben ihn hier. Problem ist, dass wir, wenn wir ihn benutzen, A, brauchen wir Benzin dafür. Das ist aber okay, wir haben 5000. Das Ding ist kacke laut und zieht Schreie an wie sonst was. Aber wir könnten einen wunderschönen Berg wegbauen. Ja. Wir können den wunderschönen Berg wegbauen. Haben wir eine Modifikation für das Teil? Nee, oder? Nicht wirklich. Die abgesägte können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Die 5er Pistole müssen wir uns so aussuchen. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das Zeug bleibt da. Wir müssen uns kurz mal Stein organisieren gehen. Das sollte relativ zügig funktionieren. Wir werden dafür einmal abgraben. Und zwar... Das ist die Frage, nehmen wir nur Stein oder nehmen wir beides? Sand und Stein praktisch. Wir nehmen Sand und Stein. Kann sein, dass jetzt gleich eine andere rankommt. Sag ich doch. Wie gesagt, das Ding ist kacke laut. Sämtliche Umgebung wird hier hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit der Schaufel sogar schneller wären. Mit unserem Stahl. Wir testen gleich mal. Wir graben nämlich die andere Seite dann einfach gerade schon noch mit ab. Aber ich glaube, wir sind mit der an. Das sind tatsächlich fast schneller. 300 haben wir allerdings schon. Also, es geht ordentlich vorwärts. Das Ding ist eher zum Tunnelgraben geeignet, wie jetzt hier für das, was wir gerade machen. Also, tatsächlich gegen massiven Stein, das geht schneller. Weil mit der Spitzhacke ein bisschen langsam. Aber hier für dafür, wo wir eine Schaufel haben, sind wir mit der Schaufel eigentlich, glaube ich, fast genauso schnell. Und wir verbrauchen keinen Benzin und es ist weniger laut. Was weitaus weniger schwere Gegner anlocken dürfte. Und Schreier kommen halt auch. Und wenn hier ein Schreier kommt, ist es ein Grüner, der uns weitere Grüne spawnt. Ja, das Benzin ist durch. Testen wir mal. Okay,
Okay, wir sind, glaube ich, langsamer, aber es ist nicht mega viel langsamer. Gut, wir brauchen Ausdauer, aber davon haben wir eigentlich genug. So, es sind 800 Steine, 700 Sand. Guck mal, das ist... Ich würde sagen, die Schaufel ist minimal langsamer. Dafür brauchen wir keinerlei Benzin. Aber wir graben jetzt mal schnell bis vor. Und dann stellen wir noch Betonmischung her. Wir haben eigentlich erstmal genug. Wir müssen die Seiten auf jeden Fall noch schützen. Wir brauchen momentan mehr Klappen, mehr Klingen. Wir müssen das ganze Zeug noch anschließen. Wir brauchen mehr Stützen, damit die Basis besser steht. Wir sind allerdings für die Tag 21 Horde mehr als gerüstet, glaube ich. Also das ist ja die Basis, die soll fürs Endgame halten. Wir werden die später noch mit Stahl vielleicht überziehen komplett. Dann sollte da sogar der ein oder andere Demolisher drin hängen bleiben, ohne dass was passiert. Wobei in der Idealfall gehen die Dinger so kaputt. Oder das explodieren. Da müssen wir schauen. So, hier. 1300. Ja, ich würde sagen, das hat sich jetzt tatsächlich zeitmäßig, hat sich das jetzt nicht viel gegeben. War okay zumindest. Vorne steht natürlich jetzt ein Zombie. Einmal wenden. So, vor meiner Basis lasse ich das und grab natürlich nichts ab, denn ich fahre da dauernd rein wahrscheinlich sonst. Hier war es jetzt auch schon grenzwertig, aber ich will jetzt auch nicht einen Ausflug machen, der mehrere Stunden dauert. Nur damit ich irgendwo Zeug abbauen kann. Das muss auch nicht sein. So, Betonmischung 200, 200, sehr schön. So, Patronen bis zum Herstellen. Einer, sehr schön, da können wir gleich die nächsten zwei durchjagen. Dann haben wir die Geschossspitzen. 800, nett. Zement geht nicht. So, du und du. Sehr schön, das ist durch. Damit gehen wir dann über zu... Haben wir noch mehr Metall? Nicht so wirklich. 3000 ist es wert. Brauchen nochmal 200. Wir haben Kohle ohne Ende im Moment. Wir haben echt gut Asche. 1000 Steinchen. Stoff haben wir relativ viel. Ja, wir könnten da theoretisch auch nochmal Messing einschmelzen. Ja, komm. Einschalten, wir hauen ja auch zweimal Messing durch, die Dinger. So, Munition. Stacken. Ist voll mit einem Tausender. Okay. Dann hauen wir die restliche Munition hier rein. Das kommt dann dementsprechend hier mit dazu. Die kommen damit dazu. Das kann hier mit drauf. Und der Sand kann hier mit rein. Okay. Das kann hier mit dazu. Die können hier mit rein. Wir brauchen was zu essen. Wir sind aber am Produzieren. Mehr als genug produzieren. Übrigens nochmal 14. Was sind das? Eier mit Speck? Nee. Steak mit Kartoffeln bin ich am Produzieren. So, benutzen. Okay, die Klingen fallen. Eine fehlt noch. 2 Minuten. Die Dinger sind schon mal fertig. Essen haben wir uns gerade reingezogen. Stahlspeer. Stahlspeer. Stufe 6 verfolgen. Legendärer Part. Unser erstes legendäres Item. 18. Okay, wir haben 30 mittlerweile. Oh, wir brauchen mehr Stahl. Brech mal ab. Ja, das reicht. Das reicht erstmal so. Wir brauchen mehr Stahl und wir brauchen 6-mal Stahlsperrteile. Ist, glaube ich, nicht das Problem. 50. Okay, ist nicht das Problem. 9-mal Barren, beziehungsweise Stahlbarren brauchen wir. Passt schon. Okay, 40 Lichter. Kann auch nochmal die Hälfte, können wir auch nochmal da verticken. Ich meine, wir nehmen lieber die Tukes. Wir fahren, glaube ich, tatsächlich die Händler ab. Dann können wir uns die Säure holen. Ich glaube, das ist mir das Sinnvollste, was wir momentan tun können. Wir haben das Eisen. Wir haben die Klappen. Wir haben eine halbe Tonne Federn. Uns fehlt die Säure. Wir haben 2 Milliarden Tonnen Plastik. Können wir auch die Hälfte verticken. Wir haben Massenmuni. Alter, wo haben wir das ganze Zeug her? Das ist ja übel.
So, Waffen soll man nochmal durchmodifizieren. Die Batterie kann weg, die Batterie kann weg, die Batterie kann weg. Die Vierer-Batterie kann definitiv auch weg. Die Motoren nehmen wir einmal mit. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. 40 bringst du einen Pinsel, okay. Können wir auch verticken. Verkaufen, verkaufen. Den hier können wir benutzen. Wir haben sogar schon einige Klamotten in Stufe 5. Das hier ist alles Verkaufsmaterialgedönse. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Beton. Betonblock. 40. 30. Da sind wir bei 3. Hier sind wir bei 2. Und 1000 bei 8. Yo, Stahlspeer. Stahlspeer Stufe 6. 2 Minuten. Nice. Spitzhacke. Stahlspitzhacke Stufe 6. Aber Stahlwerkzeugteile 6. Problem, wir sind 5. Dann können wir das erste herstellen. Okay, das ist bitter. Boah, wir sind hier auch schon bei. Okay, nett. Ja, auch Stufe 6, was wir herstellen können. Aber ich würde erstmal alles andere herstellen, tatsächlich, bevor wir das herstellen. Cool wäre übrigens, es gibt noch hier so andere Modifikationen fürs Auto. Hier weniger Benzin, weniger Brennstoffverbrauch und so weiter. Das wäre auch ganz cool, wenn wir das hätten. Oder Turbolader. Okay, dann gehen wir einmal. Die nicht. Ja, gehen wir einmal bauen. Beziehungsweise basteln. Das Zeug hier brennt jetzt nur eine Minute. Das brennt nur 8 Minuten. Brennen die mal durch. Hier sind wir bei 15 Minuten. 4 und 5. Ah, hat er wieder den Himmel genommen. Ich drücke drauf und es passiert nichts. Okay, 4 zu 4. Gut. Dann wollen wir doch mal. Das mit unserem Schubser war noch ein kleines Problem, dass die Zombies darüber geklüscht sind. Das müssen wir uns während der Horde angucken. Wenn es ganz doof läuft, müssen wir das irgendwie noch abbauen, das ganze Ding. Aber wir gucken mal. Aber sonst, die Falle sieht schon mal ordentlich aus. Wir müssen noch viel Beton reinstecken. Wir haben jetzt kein Betonklotz dabei. Okay, aber die Klappen. Ich würde die tatsächlich eigentlich gerne aufwerten. Ich glaube, die werten wir gleich auf. Die hier können wir übrigens auch aufwerten. Wobei die hier besser aussehen. Muss man klar sagen. Okay, also, wir haben die Fallen. Wir haben die Motoren. Rein damit. Rein damit. Ist eh, ist eh voll. Das hier hier rein. Das hier da rein. So, dann haben wir die vier Rotoren. Die kommen unten ran. Erstmal da, wo es wichtig ist. Hier nicht. Die Seite muss geschützt werden. Hier zwischendrin müssten wir eigentlich schützen, aber wir fangen erstmal hier an. Klingenfalle hier. Klingenfalle hier. Klingenfalle da. Klingenfalle da. So, das ist ja unser momentan unser Block, wo wir nach oben kommen. Wobei wir auch momentan über die Falle einfach durchlaufen können. Jetzt brauchen wir dann hier den Schutz. Fortgeschritten rotieren. Jetzt muss man gucken, wie wir das bewerkstelligen. Ich hätte dich eigentlich gerne anders. Anders ist immer gut. Ja, eigentlich so. Dann würde er es nach außen aufgehen. Ich hätte es aber gerne. Eigentlich geht das? Ja, genau so, aber andersrum. Das geht nicht. Also so wäre es hinten möglich. Hier vorne kriegen wir es nicht rangedübelt. Aber so würde es aufgehen nach hier. Ja, so wäre es hier dran, aber würde dann nach innen aufgehen. Jetzt ist die Frage, lassen wir es nach innen aufgehen? Ja, oder? Ach komm, wir probieren es. Also, das Ding geht nach innen auf.
Wir gehen reparieren. Wir machen das Ding wieder zu. Das sind eine Reparaturschacht praktisch. Der aber das Ganze schützt. Das heißt, hier kommt nichts durch. Nichts wird hier gegen meine Zäune fliegen. Nichts kann mich da drin erreichen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass die Klinge da jetzt nicht irgendwie Schaden dran macht. Oh, das dürfte ja eigentlich nichts dann ändern. Nee. Dann machen wir hier auf. Klinge reparieren. Wieder zu. Und so weiter und so fort. Später könnte man die Dinger noch auch elektrisch machen. Aber das ist Zukunftsmusik. Genau. Also, wir haben das einmal hier außen gemacht. Dass die nach innen aufgehen, die Dinger. Ja, da war es schon. Ich hab's überdreht gerade. No, no, no. Yo. So. Und so. Okay, davon brauchen wir definitiv mehr. Dann kommen oben drauf die Betonklötze. Die Klappen hier sind praktisch Backup. Oder hatten wir irgendwo was vergessen? Nö. Hier muss noch aufgefüllt werden, damit hier nichts durch kann. Hier außen muss noch aufgefüllt werden. Wir brauchen Beton. Wir brauchen Massenbeton. Ja, massenweise Betonklötze. Ah, da haben wir 21 Stück. Massenweise Betonklötze. Okay, dann fangen wir erstmal hier an. Also, das hier wird durchgezogen. Bam. Die Seite hier ist schon mal geschützt und wir sind geschützt. Ich bin am überlegen, ob wir hier Glas reinziehen, aber es macht eigentlich keinen Sinn, da Glas reinzuziehen. Wir lassen das mit dem Glas. Wir schützen uns hier lieber komplett. Es ist noch die Frage, wie wir es hier anstellen. Ich würde hier eigentlich gerne das von außen dran dübeln. Und zwar mit Hilfe von einer Platte. Bedeutet letztendlich. Fortgeschritten notieren. Nope, nope. Jo. Wir haben hier die Betonplatten. Das ist dann praktisch nochmal ein doppelter Schutz auch, was ganz nice ist. Das hat sie gehört, gell? Das hast du gehört. Ja, die Klappen sind relativ laut. So, was wir jetzt machen können hier. Steht, jetzt zeigst du oft gedreht, oder? War das ein Unterschied? Ist eigentlich egal. So, hier und hier und hier. Und hier. Und hier. Hier könnte man nochmal Panzerglas durchziehen. Dann würde man hier zumindest was sehen. Wobei die Frage ist, wollen wir das sehen oder wollen wir es nicht sehen? Das ist die Frage. Ja, und so ziehen wir dann praktisch die Wand hoch. Wir können halt hier durchlaufen und können reparieren. Und von hier aus kann, uns nichts anspucken. Von hier auch nicht. Vor allem der Schubser haut, wenn das Zeug hier dann dagegen. Auch okay. Okay, wir brauchen mehr Beton. Wir brauchen doch noch weitaus mehr Beton. Haben wir noch Zement, was wir einschmelzen können? Ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, steinmäßig. Haben wir, glaube ich, alles verbraten. Kann das sein? Muss mal gucken. Die Basis hier werden wir, glaube ich, abreißen. Ich glaube, wir ziehen tatsächlich in die Hordenfalle komplett. Ich glaube, wir ziehen komplett um. Hast du noch irgendwas, was wir schmelzen könnten? Sand theoretisch 2000. Damit wir hier nicht ganz verloren sind. Wie sieht es denn mit kugelsicheres Glas aus? Blei fehlt. Kugelsicheres Glas. Stein fehlt. Wieso höre ich Horden? Stein fehlt, Stein fehlt. Wir haben ein Steinproblem. Ein gewaltiges. Ah, Stufe 6. Wir haben zwar jetzt noch 1000 Stein, aber das ist nicht viel. Sand ist 2000 drin übrigens. Okay, wir brauchen mehr Steine. Wir brauchen viel mehr Steine. So, wir haben jetzt nochmal 30 Blöcke. Und wir haben nochmal 200. 4 Slots. Okay, hier waren es auch schon 4 Slots.
So, Modifikationen. Die hier, die hier. Ah, der Rest geht alles. Die Klammermod geht, glaube ich, noch. Können wir sowas wie eine Intelligenzmod auf die Waffe ziehen? Ich glaube nicht. Nö, die Klammermod, die Beschwerdenmod, das geht. Wir können noch eine brennende Schaftmod dazu machen. Können wir? Bestimmt, oder? Verfolgen. 5-mal Öl. Irgendwo 10. Kleber und Stahl. Wir haben alles an Stahl verbraucht? Nein, 42 wollte ich gerade sagen. Geht ja gar nicht. Den können wir auch direkt verkaufen. Legendär. Unser erstes legendäres Item. Nice. Und das noch vor Tag 21. Gar nicht mal so schlecht. So, wie sieht's aus mit Rüstungssets? Rüstungspakete. Brauchen wir noch Klippeband. 6 Stück. Das soll noch was übrig sein. Und Rüstungen. Die können wir schon mal durchjagen. Dann haben wir das Zeug hier. Das hier. Clever. Das und das und das. Wir haben noch 6 legendäre Parts im Moment. Es mangelt tatsächlich eigentlich momentan nur an Stein. Du kannst schon mal aufhören. Und wir brauchen mehr Zement. Wir brauchen viel mehr Zement. Die Frage ist, ob wir auch noch einen Generator brauchen. Müssen wir gleich mal feststellen. Säure fehlt uns. Ja, wir werden gleich losziehen. Wir werden nochmal losziehen. Tag 21 ist nochmal Material besorgen. Wir werden nochmal Material besorgen gehen müssen. Das heißt, wir werden nochmal irgendwo gucken, dass wir abbauen. Mit unserer kleinen Schaufel. Steine vor allem abbauen werden. Wir werden bei den Händlern nochmal vorbeischauen. Bei den alten. Vielleicht mal bei unserer alten Base nochmal vorbeigucken. Sonst, die Zombies kommen hier hoch. Laufen hier durch die Klingen. Wir lassen mal nur eine Seite im Moment. Wir müssen beide Seiten übrigens reparieren. Das nur als Hinweis. So, das muss erstmal reichen. Wir nur, also später wird noch oben geschützt, aber dafür fehlt uns momentan das Material. Wir müssen uns nämlich hier noch schützen, weil hier kommen Geier. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Hier sind ja noch Geier unterwegs. Zusätzlich brauchen wir noch eine Tür. Und zwar die Tür würde ich einbauen. Ja, eigentlich hier. Das heißt, das hier wird zugetrennt. Hier kommt die Tür rein. Oder bauen wir die hier hin? Da die Tür. Hier eine Tür. So, Tür, Tür, Tür. Hier oben brauchen wir dann noch einen Block. Ja, ich würde definitiv eins höher gehen. Das heißt, wir müssen hier nur eins draufsetzen. Hier dürfen wir uns jetzt nicht wirklich verbauen. Das würde jetzt dann praktisch unser Geierschutz auch. Da werden wir hier oben noch was draufsetzen. Das heißt, das hier kann zu... Ah, der 4er Block auf jeden Fall kann weg. Das hier ist, dass sie schon mal allgemein nicht drüber springen können. Wenn sie sich hochstacken, machen sie ja sehr gerne. Und da sind unsere 30 Blöcke schon wieder weg. Aber das wird massiv, das Ding. Die Luken können wir später noch austauschen. Das passt. Schalten können wir so noch nicht. Die Zäune sind geschalten. Wir sollten vielleicht noch eine Zaunreihe mit reinschmeißen. Aber wir brauchen mehr Steine. Es mangelt am Stein. Hier, die Seite werden wir wahrscheinlich offen lassen müssen, zwangsweise. Die Dinger hier würde ich gerne aus Stahl bauen. Die sind nämlich wichtig. Das sind so ziemlich die wichtigsten. Das sind die tragendsten Elemente, die wir haben momentan. Die Dinger. Und wenn die aus Stahl sind, gehen die schon mal nicht so schnell kaputt. Das hier kann erstmal weg. Das hier unten ist dann fraglich. Der Laufsteg hier ist wichtig aus Stahl. Hier fehlt noch was. Das sollten wir vielleicht dann auch noch aus Stahl ziehen.
Wobei wir da ein bisschen aufpassen müssen. Hier fehlen noch die Seiten. Da werden sie uns massiv dagegen kloppen. Gegen die Dinger. Aber die Treppe ist breit genug. Das sollte passen. 3.34 Uhr. Wir können uns eigentlich schon mal los... Wir können eigentlich tatsächlich schon mal losziehen dann gleich. Und uns da auf den Weg machen. Wir müssen auch Material abbauen hier. Aber das lohnt sich im Moment nicht. Das hier kann weg. Wasser kann weg. Essen... mal zwei. Das Ding können wir direkt zweimal noch benutzen. Der Gemüse einfach bringe ich ganz so viel. Das andere Zeug sollte besser sein. Munition haben wir mehr als genug. Magnum. Wir haben noch eine Pistole. Da gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch eine MP5. Jetzt haben wir mehr als genug Kohle für das Ding. Auch hier 1800, die wir nochmal kriegen würden. Aber brauchen wir nicht. Motoren, Batterien. Bringen nur 200, lustigerweise. Das ist alles Material, was wir brauchen. Das kann hier hin. Das bleibt da. Das bleibt da. Der bleibt da. Der bleibt da. Du kannst dahin. Du dahin. Du dahin. Die 200 Beton. Brennende Schaftmod. Yes. Yo. Also. Perfekt. 6-mal Repair Kits. Da ist nichts. Da ist nichts. Zement. I know. Einschalten. 19. Geht das ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. 22. Daraus kriegen wir halt auch nichts. Es sind 15. Wir brauchen halt auch noch... Wir brauchen noch ein Backup. Wir brauchen halt noch ein Backup. Okay, dann machen wir einmal das nach hier oben. Nehmen den ganzen Mist hier einmal mit. So, wir haben jetzt 4 Uhr. Wir ziehen jetzt tatsächlich los und werden nochmal die große Runde fahren. Einmal Material einsammeln. Das Motorrad müsste das aushalten. Das heißt, Questen ist im Moment nicht. Wir gehen nochmal beim Händler hier alles verkaufen, was geht. Wir fahren dann zum anderen Händler, also nach unten. Und zwar ist er das. Gucken da, was er an Material zur Verfügung hat. Alle kaufen nochmal alles leer. Aha, die besten Waffen. Bin mal gespannt. Der hatte eine 2er MP5. Wobei, ja, erst morgen wird der Loot bei ihm geändert. Also, verkaufen, 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 verkaufen. Ja, irgendwann kaufen wir das ganze Zeug nicht mehr. Nope, 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 nope. Und nope. 26k. Okay. MP5 Stufe 2 für 18... 18.000. 18.000 ist ein Wort für eine Stufe 2er MP5. Also, wir brauchen Säure. Öl. Die Klingenfallen müssen wir noch anschließen. Müssen uns tatsächlich ein bisschen beeilen. Unglaublich, aber wahr. Wir fahren erstmal nach hier. Und fahren jetzt praktisch tatsächlich einmal durch die Gegend. Wir machen es folgendermaßen. Wir sehen uns... hallo? Das wirst du wohl hinkriegen, oder? Okay, wir haben ein Problem beim Berg, glaube ich. Wir sehen uns in der... Loch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Die nächste Folge beginnen wir direkt beim Händler, würde ich sagen. Autos abbauen. Nee, aber wisst ihr, was wir machen können? Jo. Wir besorgen uns hier mal den Stein. Ich werde jetzt hier ein bisschen abgraben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke schon mal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.